Heute gibt es, wie man hier im Hintergrund sieht, auch mal einen ganz besonderen Festschmaus für die Tiere im Zoo und Tierpark Berlin, nämlich alle Weihnachtsbäume, die nicht den Weg in die Stube gefunden haben, sondern die übrig geblieben sind, die werden jetzt nach Weihnachten bei uns hier verfüttert. Manche Tiere freuen sich dann einfach über einen besonderen Festschmaus, den es sonst so nicht auf dem Speiseplan gibt. Für andere ist es eher ein Spielzeug, für andere eine Rückenbürste. Also es ist in jedem Fall eine schöne Abwechslung für die Tiere und es hat schon eine kleine Tradition hier inzwischen. Ich glaube, wie wir alle, hoffen wir auf ein gesundes neues Jahr und dass sich die Situation so bald wie möglich ein bisschen mehr in Richtung Normalität bewegen wird und wir hier als Zoo und Tierpark natürlich auch wieder ganz viele Besucher glücklich machen können.